Hallo? Bin ich zu hören? Ah, anscheinend doch. Ja. Ja, momentan so ein bisschen. Wetter ist schlecht, Pandemie ist schlecht, Logistik funktioniert auch nicht wirklich. Entsprechend ist die Motivation auch eher unten. Also gucken wir mal ein bisschen was Praxisrelevantes aktuell, nämlich Thema Videokonferenzzeugs und so. Ein paar Tipps, wie man dafür sorgen kann, dass man nicht ganz so negativ auffällt. Und danach kümmern wir uns zum spaßigen Teil über, wie man ein bisschen Spaß haben kann in so einer Videokonferenz. Fangen wir erstmal mit den Tipps an. Das Wichtigste bei einer Videokonferenz ist nicht das Video, sondern erstmal das Audio. Das sollte halbwegs sinnvoll sein. Ich gehe davon aus, dass ihr wahrscheinlich einen Laptop habt, der entsprechend Mikrofon und Kamera schon drin hat. Es ist ein guter Startpunkt. Allerdings hat man da ein großes Problem. Und zwar Rückkopplungen. Das heißt, das, was von der Videokonferenz quasi zu euch kommt, wird vom Mikrofon wieder aufgenommen und rausgeschickt. Das ist sehr ungünstig. Deswegen immer, wenn ihr die Chance habt, benutzt bitte irgendeine Art Kopfhörer oder so. Die meisten Laptops haben ja noch eine Kopfhörerbuchse oder ähnliches. Da kann man dann zum Beispiel irgendwie ein altes, was man vom Handy hat oder so, so ein In-Ear dran machen. Damit das Ganze zuhören. Und so kann dann das Mikrofon da nicht mehr die Rückkopplungen aufnehmen. Praktisch ist es natürlich auch, wenn ihr einen Raum habt, der einigermaßen leise ist. Ich weiß, ist teilweise ein bisschen schwierig, aber je leiser, desto besser natürlich. Was man auch teilweise machen kann, ist mischen. Zum Beispiel können Programme wie Jitsi, die können Mikrofon und Wiedergabegerät auf unterschiedliche Geräte legen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man sowas hier hat. Einfach ein kleiner Bluetooth, Bluetooth-Headset eigentlich vom Handy. Das lässt sich häufig auch mit Laptops entsprechend verbinden. Dann kann man das so benutzen, was ich zum Beispiel mache, hier auf dem dann zuhören in der Konferenz, aber weiterhin vom Laptop das Mikrofon benutzen, weil das meistens qualitativ deutlich besser ist als hier so ein Bluetooth-Headset. Und auch so kann man die Rückkopplungen da verhindern. Ideal ist es natürlich, wenn man irgendwie ein komplettes Headset hat. Die gibt es unter anderem auch mit Klinkenstecker oder direkt mit USB. Und da hat man ein Mikrofon dran und meistens ist das halt dann nochmal eine Nummer besser als so ein Laptop-Mikrofon. Einfach weil Mikrofon näher am Mund heißt weniger Schall von draußen, der aufgenommen wird, weniger Störgeräusche. Ist nicht immer der Fall, das hier zum Beispiel nicht zu empfehlen. Das Mikrofon ist so schlecht, da ist das im Laptop meistens besser. Gut, ansonsten wichtige Sache noch. Wenn ihr nicht wirklich aktiv in einer Diskussion drin seid, mutet euch. Es gibt bei eigentlich allen Programmen eine Möglichkeit, das Mikrofon stumm zu schalten. Das ist eine sehr hilfreiche Sache, weil so geht nichts aus Versehen von euch da rein. Und naja, bei ein, zwei Mann in der Videokonferenz macht das wahrscheinlich weniger was aus. Aber wenn ihr irgendwie 10, 20 Mann in der Videokonferenz seid und jeder macht ein bisschen was zufällig am Ton da rein, macht keinen Spaß, nein. Deswegen muten. Ich weiß, es ist nervig, gerade bei kommerziellen Programmen ist die Bedienung, da muss man noch mit der Maus muten und unmuten. Bei anderen Projekten gibt es teilweise auch die Möglichkeit, das Ganze mit Tastenkombinationen zu machen. Teilweise auch sogar Push-to-Talk, das heißt, man legt irgendwie eine Tastenkombination fest und nur solange man die gedrückt hält, kann man sprechen. Sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn man in lauteren Bereichen ist. Ansonsten, bei Headsets hat man teilweise auch eine Fernbedienung dabei, wo es dann je nachdem einen Button gibt, wo man das Mikrofon stumm schalten kann. Das macht er dann in Hardware im Headset selber und damit hat man da diese ganze Software-Krempel da auf Seite. So, nächstes. Hallo, Videokonferenz, Video. Frage 1, brauchst Video? In den meisten Fällen ist die Antwort nein. Versucht die Leute davon zu überzeugen, kein Video zu benutzen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich weiß, einige bestehen drauf und wollen dann irgendwie die Gesichtsausdrücke sehen. Ich weiß ja nicht. In den meisten Fällen ist es eher eine schlechte Idee, weil Video zieht eine Menge Bandbreite, Video macht schnell Probleme und Video ist halt auch ein bisschen aufwendig. Aber wenn ihr nicht drumherum kommt und Video unbedingt haben wollt, dann die üblichen Tipps gelten natürlich. Zieht euch vielleicht doch eine Hose an, vielleicht möchtet ihr doch mal aufstehen. Ansonsten, Laptop-Webcams sind heutzutage
von der Qualität meistens für sowas ausreichend. Wie gesagt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass irgendwer groß aufs Videobild achtet, solange ihr nicht irgendwie der Hauptvortragende seid. Von daher nicht zu viel dran gucken. Ich meine, klar, einheitlicher Hintergrundbild, jetzt vielleicht nicht irgendwie den Wäscheberg da. Vielleicht habt ihr ja so online ein paar Videos oder Bilder gesehen, wie manche Leute das entsprechend da fabriziert haben, die dann einfach sich ein Bücherregal gesucht haben und dann mit Bügelbrett irgendwie den Laptop davor einem aufgebaut haben. Funktioniert alles. Wichtig dabei, was ihr halt gucken solltet, ist möglichst die Webcam so Pi mal Daumen in Augenhöhe. Also jetzt vielleicht nicht irgendwie liegend im Bett hochhalten, wobei hochhalten wird mit der Zeit eh nervig, von daher, man kann es festgaffern, aber anderes Thema. Wie ihr seht, ich habe es jetzt hier einfarbig grün, das ist nicht ideal, vor allen Dingen, weil ihr auch seht, die Webcam rutscht hier immer weiter runter. Ich habe jetzt im Moment eine externe dran, weil die interne vom Laptop, hier bei dem Laptop ist die ein bisschen mitgenommen, weil sie die ganze Zeit zugeklebt war. Ansonsten hier das Grün ist auch normalerweise nicht grün. Wenn wir hier einfach mal hochgehen, dann kann man relativ flott sehen. Das ist einfach nur ein Betttuch, was hier mit ein bisschen Draht gerade an die Decke gehangen wurde. Und für sowas reicht das hier zum Beispiel relativ flott. Viel einstellen könnt ihr in den meisten Fällen ohnehin nicht in den Softwarepaketen. Schön wäre es natürlich, so Sachen zu machen wie Fixfokus, Fixbeleuchtungskorrektur in der Kamera oder auch einfach rudimentäre Sachen wie die Auflösung auf was Sinnvolles stellen, weil für eine Videokonferenz reicht 720p, vielleicht 480p, da brauche ich kein 4K-Bild. Das zieht nur unnötig Prozessorleistung, Bandbreite und eventuell wird dann sogar das Video nicht mehr ganz so flüssig. Denn das hier, was ihr jetzt seht, ist glaube ich auch irgendwie, ich müsste gucken, 69p oder so. Es ist halt eine alte Webcam. Aber ich denke, das Bild ist noch akzeptabel und ich würde das für eine Videokonferenz durchaus benutzen. Vielleicht nicht, wenn sie hier die ganze Zeit so rumwackelt, aber ansonsten gilt natürlich auch online dasselbe, was in Realität gilt. Es kommt ganz drauf an, mit wem ihr redet. Es ist natürlich, gerade wenn es irgendwie starre Strukturen gibt, also es gibt ja durchaus irgendwie Besprechungen, wo man hingeht und sagt, okay, es gibt einen Sprecher und wenn wer anderes dann was da sagen möchte, dann muss er sich melden und die Leute sollen beim Diskutieren nicht durcheinander sprechen. Ist halt online noch schwieriger als vor Ort, gerade weil halt online auch mal Verzögerungen drin sein können. Wie gesagt, müsst ihr im Zweifelsfall einmal ansprechen, wenn ihr merkt, da gibt es Probleme, sodass man da gemeinsam eine Lösung finden kann und dann sich irgendwie auf eine Struktur einigt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn einer was sagen will, hebt er einfach im Bild die Hand oder nutzt die Handhebefunktion von dem Online-Tool, was ihr nutzt. Und dass man sich da irgendwie mal abspricht. Gut, ich denke mit den Tipps, also gerade dem Stummschalten und so, kriegt ihr halbwegs gute Sachen hin, wo nicht jeder euch an die Kehle möchte, weil ihr irgendwie das Meeting sprengt. Und nein, wenn ihr zwischendrin neu connectet, bitte nicht einfach reinbrüllen, hallo, klappt mein Ton. Dafür gibt es die Selbsttestfunktionen und Test-Online-Meeting-Dinger. Nutzt eure Kollegen nicht zum Testen. Na gut,